Picobello. Ich weiß nicht, ob man die Filme bei 15 Minuten raufladen kann, noch wie früher. Aber ich mache heute bei 14 Schluss, um sicher zu gehen. Ne? So, Elvig, Sebastiano Lozito. Wie gesagt, extra schöne Grüße. Tante saluto da parte mia. Però devo dire anche, ich muss auch leider dazu sagen, dass viele Leute vom Internet verschwunden sind. Ja? Die also tagtäglich bei mir auf YouTube Filme angeschaut haben und mit mir kommuniziert haben, so wie es Herr Helwig tut. Ne? Der einzige geblieben, sagen wir so. Und Al Pacino, auch schöne Grüße von mir, der jetzt Ricardo heißt. Auch er hat in der Vergangenheit viel mit sich selber zu tun wahrscheinlich. Schau mal, die Flasche, die macht sich selbstständig. Mei, was soll ich jetzt schon wieder machen? Improvisazioni! Also ich muss improvisieren. Ich bin ja Italiener. Wir sind ja die Könige der Improvisationskunst. Italiener, das unterscheidet sich von der anderen Rasse. Schaut euch mal dieses Panorama an. Mein Gott, Gott sei Dank habe ich einen Palm Prix. Da hat er 8 Millionen Pixel. Ne? Das ist schon viel, 8 Millionen Pixel. Ne? Die Kamera habe ich jetzt schon seit 3 Jahren. Hat mich aber auch öfters im Stich gelassen, muss ich dazu sagen. Ja. Also die Sektflasche, die bleibt wegen Gewicht, aber der Dingsbums, das schwimmt. Also mit meinem Gewicht fresse ich mich da in dem Sandra. Ich muss wahrscheinlich das so machen. Warte mal. Ja, geht doch. Ja, aber das sind 2 Liter Flüssigkeit, 2,5 Liter Flüssigkeit. Ob das reicht bis abends? Aber schaut euch meinen Quad an. Ah, dieses Blaue. Ja? Ich liebe meinen Quad über alles. Ja, ich bin überlegt, was, sag mal, so ich, wer mich auf YouTube verfolgt, seit Jahren, was ich für Fortschritt gemacht habe, von zu Fuß auf dem Fahrrad und jetzt auf dem Quad. Das ist schon bemerkenswert. Ne? Wer weiß, was ich da... Ich komme jetzt mit meinem Gewicht, ich habe mich jetzt... So wahnsinnig. Ich darf das Gleichgewicht verlieren schon, geht die Kamera marsch. Warte mal. Ja, das ist jetzt... Aha. Wer weiß, wie ich in ein paar Jahre, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wer weiß, wie lange es YouTube gibt oder mein Video und so. Ja. Und solange diese technischen Voraussetzungen gegeben sind, dass ich Filme halt draufladen kann, was wird das nächste Ding sein, das ich mir anschaffe? Gut. Cosa sarà la prossima cosa che io mi comprerò? Hehe, Kwiatkowski ist nicht Alestowski. Weil irgendwann werde ich mal Wege und Mittel finden, dann will ich schon wieder einen Kwiatkowski haben, aber Stargowski. So, trinken wir auf mich, auf meine Freunde. Salute. Ja, wie gesagt, gestern. Hä? Für den Film habe ich 6 Stunden gebraucht, um raufzuladen, weil die Akku war leer und die musste gleichzeitig aufgeladen werden. Oder. Das Computer muss sich daran gewöhnen, dass ich wieder Filme rauflade. Vielleicht hat sich der Computer selber gefragt: Er lädt wieder Filme rauf. Ja, und könnte ja sein, künstliche Intelligenz. Ne? Ich habe jetzt das letzte Mal einen Film raufgeladen. Es war, glaube ich, 2011. Ja. Jetzt sind wir 2013. Ne? Wow! Entschuldigung, dass wenn ich während ich den Film mache. Dass ich dann rülpse, weil das ist was ganz Natürliches, kann ich nicht zurück. Das kann ich nicht, rülpse muss man halt, ne? Nicht, dass irgendjemand denkt, wer die Schwein rülpst während der Filme tut. Rülpsen und furzen. Okay, gepfotzt habe ich noch nie.
Salute, Sebastiano Lozito, Helwig, auch mein Freund Girda und alle anderen, die spurlos verschwunden sind. Goodbye. Die da oben, unter der Brücke, die trinken dahinter Mineralwasser, Spezi, ein paar Flaschen Bier. Die sind da oben zu fünft oder zu zehnt, weiß auch nicht. Spezi, Mineralwasser. Komisch. M&M ist besser. Aber nur, wenn es kalt ist. Sowas kann man nicht trinken, wenn es warm ist. Es ist ekelhaft. So. Ah, wunderbar. Tabak habe ich mir auch mitgenommen. Zigarettenhülse auch, Zigarettenmaschine auch. Und hoffentlich auch das Feuerzeug, weil ansonsten packe ich das Zeug und gehe wieder nach Hause und hole mir es, weil ich ohne Rauche und ohne mein dann wäre ich es nicht. Schauen wir mal. Ja, schon wieder. Jawohl, das ist meine Box, wo Tabak drin ist und die Zigarettenhülsen. Ne? Und schon wieder. Oh. Ja. Ne? Ah. Tabak ist nicht sehr frisch, weil habe ich letzte Woche gekauft. Das ist die Zigarettenmaschine. Ist auf jeden Fall günstiger, billiger und aromatischer. Nicht, dass ich mir nicht leisten kann, jeden Tag eine Schachtel für Zigarette zu kaufen, 5 Euro. Aber da sind nur 19 Zigaretten drin. Und die sind nicht so... Also mir gefällt es schon allein dann der Tabak. Ich rauche hiermit auch weniger. Das ist bewiesen. Ich rauche keine 20 Zigaretten am Tag. Wenn ich den Tabak selber, ich muss halt selber drehen, ne? Dann die Hülse und dann die Maschine und dann die Zeitaufwendung. Allora, per me, very good. Gut, aber jetzt habe ich festgestellt, da muss ich die Kamera abstellen. Aber gut, so lange kann ich noch warten, weil der Palm bringt, den kann ich nirgendwo abstellen. Das ist ein Witz. Ich habe vor letztes Jahr neue Argo gekauft über eBay für Palm Pre. Eine mit 2500 mAh. Das Doppelte, mehr als das Doppelte als die Original-Akku. Das muss man sich mal vorstellen, gell? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die alte Akku von 1100 mAh, die Original-Akku von Palm Pre, hatte eine Leistung von 3 Stunden. 3 Stunden, vielleicht auch 4 Stunden. Das hatte ich so kontinuierlich 2,5 Jahre, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, mir eine stärkere Akku zu kaufen. Dann habe ich mir die stärkere Akku, die stärkste von Palm Pre, das ist halt die, wo es jetzt drin ist. Aber ich merke, dass die auch zu schwach ist. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Und zwar. Ah, Gebello! Mir ist was eingefallen. Oh! Ich kaufe mal so ein Ding, gibt es auch auf eBay für 10 Euro. Ein Solar-Panel. Ja, das macht man mit einem USB-Stick dann in jedem Handy drauf. Und durch die Sonne und dieses Solar-Dingsbums, ne, lädt sich dann der Akku auf 10 Euro. Aber wir haben ja nicht jeden Tag Sonne. Ne? Aber ein Beispiel für hier wäre das genau das Ideale. 10 Euro, dann gibt es größere und teure Modelle bis 40, 50 Euro. Muss nicht sein. Über eBay kann man sich alles kaufen. Alles, was teuer und billig ist. Ah, vielleicht kaufe ich mir eine 12 Volt elektrische Seilwinde für mein Quattro-Ski. Ja, weil... Das
Salute. Gestern bin ich stecken geblieben mit meinem Kwiatkowski. Wollte ich überqueren. Da wo hier wollte ich also durchfahren. Es ging nicht, bin hier hängen geblieben. Mit Mühe und Not habe ich die Maschine im Rückwärtsgang rausbekommen. Hätte ich aber gehabt eine Seilwinde, ich hätte genommen die Seilwinde und hätte sie hier irgendwo angebunden und dann mit eigener Kraft rausgezogen und mein Kwiatkowski wäre hier. Die kriegt man über eBay für, ich habe geschaut, die billigste 40 Euro. Mit 20 Meter Stahlseil, halber Zentimeter dick. Damit eine Umlenkrolle kannst du bis zu 2 Tonnen ziehen auf der Seilwinde. Naja, 2 Tonnen mit Umlenkrolle, naja, schon viel Holz. La, mein Freund hier da. Jetzt muss ich überlegen, wo ist denn der jetzt? In Los Angeles hat er gesagt? Na, ich bin immer noch überlegen. Ma. Das ist ein Wahrzeichen, so ein verchromtes Ding mit in der Wolkenkratzerwüste. Wo ist das? New Orleans? Ja, jetzt bin ich am Entschuldigung, Gerda, aber naja, wie gesagt, mach uns bitte einen Gefallen, Gerda. Wenn du nach Valkreiburg kommst, sag es uns, bitte, sei so nett, schreib eine E-Mail, SMS, Benachrichtigung für Facebook. Ich, Gerda, komme für so und so viele Tage nach Valkreiburg. Dann werden wir dich natürlich nicht gerne sehen wollen. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig, weil auch du willst mindestens einmal im Jahr mal wieder dahin gehen, wo deine Wurzeln sind von deinen Rumänen und so. Ne? Ne? Wo die dich auch nicht vermissen. Walda vermisst dich überhaupt nicht. Armin, der vermisst dich auch nicht. Dann die ganze Bagage. Niemand vermisst dich. Niemand. Tut mir leid. Ich vermisse dich auch nicht. In wenigen Worten. Du hast leider Freunde noch nie gehabt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ja gemein, aber gut. Sind ja ungefähr Luftlinie, 20.000 Luftmeilen oder Seemeilen. Nein, Wasser. Du bist da jetzt irgendwo mit dem LKW, mit deinem 75.000 Tonner da und tust du wahrscheinlich Wasser von zur Wüste bis zur anderen Wüste fahren, was weiß ich. Oder Briketts oder... Achso, Arzneimittel hast du gesagt, Medikamente. Ah, alles habe ich. Das weiß ich jetzt, gut. So. Ich hoffe, wir werden uns nie wiedersehen. Hey, mit diesem Mensch habe ich gearbeitet im Schlachthof. Es war mir sowas von... Es war nicht harmlos, aber... Es gibt Arbeitskollegen und Arbeitskollegen. Und er war einer, der mich sehr mochte. Ich ihn aber nicht. Er wollte, dass man ihn, also er wollte, sagen wir mal so, mal im Mittelpunkt immer in seinem Leben was erreichen, ist ihm aber noch nie gelungen. Entschuldigung, Gerda, dass ich wieder die Wahrheit sage, aber du bist 20.000 Seemeilen von mir entfernt. Ja, und ein Elend, muss man sagen.